Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Factsheet Friday. Ich zeige euch die Factsheets vom Freitag, den 27.09.2024, Nummer 17 bis 20. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich über diese Geräte. Es sind 5 an der Zahl, wie immer ein paar Fahrzeuge, die schon gesichtet oder bekannt sind und auch einige, welche noch nicht im Fokus waren. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Oder schaut am Ende nach neuen oder anderen Videos von mir. Auch die Preview der neuen Früchte oder die der asiatischen Map findet ihr auf diesem Kanal. Also erstmal rein da. Was ihr hier als erstes seht, ist der Ezeki PRJ8D Reisernter. Schon öfters gesehen, jedoch interessant, was hier unter der Haube zu sehen ist. Also, die Saatmaschine für Reis kostet euch 25.500 Euro und kommt mit 25 PS zu euch auf den Hof. Ihr könnt mit dem Teil 20 km/h fahren, im Arbeitstempo jedoch nur 8 km/h. Ich bin gespannt, wie lange die 274 Liter Saatgut in Anführungsstrichen Tank reichen. Es sind ja irgendwie Paletten. Als nächstes der Ezeki HJ6130 und der Lizard Dragon. Auch hier ist der Reisernter bekannt. Details hierzu: Kaufpreis 95.000 Euro, 130 PS mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h. Aber eine Neuheit ist hier der Lizard Dragon. Ich hatte erst vermutet, es wäre ein Isuzu, soll er vielleicht auch darstellen, jedoch ist der Truck echt cool. Er kostet euch 45.000 Euro und hat 170 PS. Hiermit habt ihr die Möglichkeit, 3.500 Liter bis 7.600 Liter Getreide zu transportieren. Jedoch auch alles andere versteht sich. Ich glaube, wenn es dafür noch einen passenden Anhänger gibt, cruise ich damit dauerhaft rum. Ich finde den echt knuffig. Factsheet 3. Novak T-Force Plus 950. Die Marke Novak findet mit dieser Saatmaschine ihr Debüt. Eine relativ junge Marke und ihre Saatmaschine mit Direktsaat. Diese Saatmaschine hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern, benötigt hierfür satte 415 PS. Getreide und Dünger finden Platz im 7.700 Liter großen Tank. Die Maschine kostet euch 312.000 Euro. Wow. Dafür kriegt man schon echt guten Schlepper. Ich frage mich, was sie so besonders macht. Das werden wir wohl mal testen müssen. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder wisst warum, gerne in die Kommentare. Zu guter Letzt die John Deere C441R. Eine Dualpresse. Ballenpresse für Rundballen und Wickler in einem. Sie kostet euch 112.500 Euro, benötigt aber nur 110 PS. Ihr habt die Möglichkeiten, mit ihr Ballen von 125 cm zu pressen und zu wickeln. Hier eine Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Klingt erstmal relativ flott und schaut auch ganz gut aus. Sehr gut. Was sagt ihr zu den neuen Factsheets? Seid ehrlich. Gut oder schlecht? Schaut am nächsten Freitag, Samstag wieder rein, um die Factsheets erneut zu sichten. Es sind noch weniger als 2 Monate. Denkt daran. Nur noch ein paar Tage und wir haben es geschafft. Lasst ein Like oder ein Abo da, checkt ein bisschen aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rutzki.